bin ich und wir gehen direkt mal rein. Wir joinen random Lobbys einfach heute mal. Okay. Wir suchen immer nur nach Lobbys, die einfach, wo nichts dran steht. Titan. Das ist auch auf Englisch, glaube ich, so und so. Ja, wir suchen mal einfach nach deutschen Lobbys. Ich habe gerade ein paar gesehen. Mann, ich wollte in der Türkei, türkischen Lobby rein. Hier, komm rein. Hallo? Warte. Ah! Bedroh mich bitte nicht. Was hast du gekauft? Achso, okay. Warum? Ist sie noch gelandet? Okay, nein, 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 nein. Nein, will ich nicht. Warte, den Lichtern müssen wir folgen. Achso. Okay. Die sind geladen! Ich bestell mir noch eine Schrotflinte. Pff. Das hindert mich nicht davon ab. Warum kann man hier eine Schrotflinte irgendwo kaufen? Warte, Gun. Was kann man eingeben für Schrotflinte? Schrotflinte. Teleporter. Inverse, nee. Cruiser, also Cruiser halt. Wohl keine Schrotflinte. Oh, eine Leiter. Was soll es das? Okay. Ist eigentlich schon jemand tot? Nee, die leben noch. Die leben noch alle. Das ist ja toll. Ach, scheiß Furzkissen, fick dich. soll ich auch rein? Ich bleib mal im Schiff und pass hier mal ein bisschen auf, wenn die sterben. Ich kann leider keine Walkie-Talkies, aber ja. Wie heißt eigentlich Schrotflinte? Ich weiß nicht, wie man die hier nennt in die für Company. Stun Grenade, Zap Gun ist es nicht. Ich glaube, bei mir ist ein Wurm, ne? Ne, bei mir ist nichts. Ich baue mal hier kurz ein bisschen um für Leute. Ach, weiß nicht.
Chuchua, Chuchua. Die Eisenbahn. Ey Leute, wollt ihr wissen, was ich währenddessen spiele? Pets Go! Seht ihr halt nicht. Und es würde auch nerven, wenn ich es euch einblende. Und Leute, das ist mein erstes Video Liefer Company. Liefer Company. Liefer Company. Was war das? Alter, die sehen das ja. Gott, die fahren jetzt hoch. Mit ihrem schönen Fahrstuhl. Hallo? Nee, ich wollte nur ein bisschen aufpassen, dass wir, wenn ihr stirbt, dass ihr nicht den Loot verliert. Ihr habt aber irgendwie sehr viel Loot. Junge, das hat einen Wert von 600, warte mal. Ich mach mal kurz komplett. Ja, 100%. Yep. Holy shit! Oh. Ach, nice. Ich da... Boah, das sind ja geile Fürze. So welche Fürze würde ich jetzt auch mal haben. Was ist das? Kann man das irgendwie am Wände machen? Keine Ahnung, was das ist. Nein. Hier ist ein Riese vor der Tür. Ich mach mal Ordnung, okay? Hier kommen die großen Sachen hin. Hier kommen die Arbeitssachen hin, die man für die Arbeit braucht. Die Leiter kommt hier dazu. Achtung, Riese draußen!
Shit. Der andere holt mal noch kurz Loot, glaube ich. Wir haben schon 8 Uhr. Also 8 PM. Das ist irgendwie so ein Sprühzeug oder so. Damit kannst du, glaube ich, irgendwas auffrischen oder so. Oder was dann? Oder was blind machen? Weedkiller. Bienen. Ich gehe da freiwillig auch gerne raus. Nein, bitte, 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 bitte. Ich will noch nicht sterben. Kann ich die Schrotflinte haben? Ich weiß nicht, wo die ist. Manu. Ja, habe ich halt ein Messer. Ja, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Wir probieren es auch lieber nicht aus. Wie heißt denn Schrotflinte im Shop? Ach so. Aber es gibt, glaube ich, eine Mod, wo man die kaufen kann, oder? Ja, okay. Ich renne mal auch los. Ja. Wie er mit dem Jetpack wegfliegt, Alter. Ach, hi! Oh, nee, das darf ich nicht nehmen. Ich bin das erste Mal hier drin in diesem komischen Ding, Alter. Hä, ja, was? Okay. Oh, Scheiße.
gerade da. Warte. Wo bist du? Warte. Warte, ich nimm's ruhig. Ich nimm's ruhig. Ich nimm's. Ich nimm's. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie man mit Toilettenpapier umgeht. Ich habe genug in mein Zimmer. Alter! Ah! Oh mein Gott. Ich habe mich vor dir erschreckt irgendwie. Ich weiß, wie man mit Toilettenpapier umgeht. Ich habe genug in mein Zimmer. Du müsst nicht falsch versteht es nicht falsch. Das sind auch schon wieder 317, Alter. Geht's noch höher? Ja. Warte, 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 ich komm kurz, ich komm! Nein. Warte, was geht ab? Ist hier wer gestorben? Mhm. Probieren zumindestens. Ja. Irgendwo. Hier. Ja. Ich glaube, der bekommt jetzt richtig aufs Maul. Dann unten, glaube ich. Das da oben. Mm-mm. Unten vielleicht. Ja! 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 Hallo? Darf ich die Schrotflinte haben, bitte? Ich hatte noch nie eine. Nein. Ich hatte die auch noch nie, mein Leben. Ich nehme nicht das Klopapier. Ich hab's gerade raus hier hingebracht, also. Hier ist sogar noch einer. Hilft mir noch? Ich habe keine. Ich nehme das. Und wie viel Geld war da drin?
Ja, Tor. Ey, ich finde die Nussknacker sind sehr, sehr geil eigentlich. Und wie viel war da jetzt drin? Leg hier alles, alles Große dahin. Nice, ich habe auch eine Schrotflinte. Also, du drehst dich jetzt um. Dreh dich um. Nein, 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 nicht töten. Scheiße, hier ist ein Riese. Hallo? Ja, aber es gab, glaube ich, noch einen. Ich habe noch einen gehört. Warte, soll ich probieren, auf ihn zu schießen? Wo bekommt man Munition her? Oder Munition? Auch. Nee, das Ding da ist ein Dings, Yippie Ding da. Nein, 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 das war ein Yippie-Ding, glaube ich sogar. Ja, ich auch. Deswegen. Hallo, Amokläufer. Jeder hat eine Schrotflinte. Den Bracken? Ah, geh weg. Kann man die Munition da rausholen? Wo ist der? Hallo. Okay. Also, wir abheben. Oh mein Gott, ey, nee, ich baue schon mal meine Barriere gleich auf. Oh ja, Shotgun-Skaffer benutzen! Ja, und Hunde?
Nein, ich laufe nicht. Ich behalte eine Shotgun und muss im. Ich bleib ja im Schiff jetzt. Ich bleib. Psst. Nein, ich mach was. Darf ich umstellen? Aus die anderen machen. Ich frage gleich, ob ich mir auch ein Jetpack bestellen kann, aber ich glaube, ich kann mit dem Ding halt auch nicht fliegen. Das ist halt die Kacksache. Ja. Ach, und Leute, nur gesagt, es ist ein random Lobby und es kann sein, dass ich jetzt gleich gekickt werde. Ach, und by the way, ich bin gleich wieder da, ihr könnt zugucken. Da auch gestorben. Oh nein, die haben einen Coilhead. Ey, diese Dreckshunde, ey. Ich wollte bei dir auch rein, aber jetzt auch so eine Mod, wo du blinzeln musst. Ich wollte ja eben gerade bei dir mit reinkommen. Aber das hat nicht so geklappt. Ich liebe diesen Sound. Ey, es gibt. Oh, bitte nicht. Es gibt doch diese Mods, glaube ich, wo du Monster spielen kannst, ne? Keine Ahnung. Ja, ich so Gaming-Musik.
Warte, die. Ja, das zum Beispiel. Aber mach das mal nicht so laut. Ja, genau, er steht da schön rum und. Das geht. Ich muss sagen, dass auf YouTube brauchst du mich in die zu meinem Soundboard ein. Hey, hast du das Wort? Ey, er kann nichts mehr tun. Bitte hör auf! Kriegst du aber Discord-Nachrichten? Dem Bracken. Oh. Au. Ja, das war's. Das ist geil. Ey, das Gesicht wurde ihn gebrochen. Ding dong, eat it up. Ding dong, ding dong. Schming dong. Ding dong, eat it up. Ding. Oh, die haben so ganz lustig. In die Kante. Ah, nice. No one shotted, bro. Game Master. Wer ist er gewesen? Was war denn das? So weg auf das Schweinevieh, wenn du darfst es nicht in die Ecke drängen, sonst Der Dragon! Nein! Der Dragon! Komm hinter dich! Nein, komm hinter dich! Nein! Komm hinter dich! Oh, oh gut gemacht, Alter! Er muss halt jetzt noch voll voten. Lass mal voten, dass er nicht nochmal fliegt. Und dass das Schiff, wenn dann wegfliegen kann, auch und der muss nichts machen. Der noch einer muss roten. Okay, los, flieg! Ich war gerade eben hinter dem Schrank, ich habe noch 14, 2 Minuten überlebt. Was hast du gemacht? Wie? Okay, wir haben nichts mehr. Okay. Der Server-Host ist disconnect. Mal, in welcher Lobby bin ich denn vorhin gejoint? Das ist wahrscheinlich wieder der gleiche Name. Was ist der? Ich auch. Ja, nee, er ist quasi vor mich gelaufen, als wäre er noch versteckt und hat mir das Genick gebrochen. Ach so. Okay. Tja. Ja, übrigens wegen dem, aus einem Schiff rausgehen, wenn man B drückt und das so verschieben könnte, kann man ja durchlaufen. Wenn man genau in der Mitte steht und loslässt, dann kommt man raus. Eine Frage, darf ich vielleicht den Schrank und ein bisschen alles hier vorne stellen und dann gehen wir halt hier raus? Dann kommen die Hunde nicht hier vorne rein. Wie? Also guck mal, ich stelle den Schrank. Wenn der Schrank im Weg steht, dann kommen sie trotzdem rein. Eben, sie kommen trotzdem rein. Ja. Die laufen natürlich. Die geben Fick auf physikalische Gesetze. Hier oben bist du relativ sicher vor denen. Money Mode. Dass wir mal hier in der Ecke stehen müssen. Hier ist es am besten. Wo sind die Sachen? Achso, die liegen hier auf dem Boden. Hallo? Hi. Was? Ja, wollen wir starten oder so? Ja, von mir aus. Gut genug.
Clips übersetzt. Vielleicht jetzt mal leise sein, sonst sterben wieder alle, hier bei VW überhaupt da sind. Psst, zumindest die Hälfte. Ich bleib im Schiff. Nein, komm mit. Oh fuck. Geh du mal. Also du gehst jetzt zum. Ja, ich hab's noch nie davor gespielt, von daher. Sag mal kurz, also. Gib mir mal kurz diese Schrotflinte, die du hattest. Du hast doch hier selber eine. Nein, die ist aber leer. Warte. Ich brauch die für die Hunde. Moment, hier. Die ist auch leer. Paul. Hallo, Wollen wir dann gehen? Geh du mal, looten. Und ich bleib hier im Schiff, weil wenn alle sterben, dass ich dann das hier noch retten kann. Kannst du bitte mitgehen? Ich hab das noch nie davor gespielt. Ich hab keine Ahnung. Okay, ich sag dir eins. Du folgst den Lichtern, die hier sind. Ja? Das sind Lichter. Komm wieder rein. Ja? Rein. Komm rein. Und dann? Und dann folgst du einfach den Lichtern, sneakst aber und du läufst denen jetzt einfach hinterher, okay? Und wenn du stirbst, tippe ich deine Leiche einfach hier rein und du bist halt da kurz tot. Die ist auch gut. Ah, okay. Gib mir aber die Schrotflinte, weil die sollte ich lieber hier behalten wegen dem, weil die halt auch alle da sind. Ja. Okay, Und ich muss dann hier von dem, was ich weiß, muss ich so Sachen sammeln, die man dann verkauft, um das Quota zu bekommen. Ja. Ne? Ja, okay. Ah, geht's. Super. Kann ich also gehen? Sneak. Okay. Ciao. Okay, leise sein. Halt einfach deine Klappe, okay? Wir sterben sonst. Ja, ich kenne das von SCP. Geh hier in die Ecke. Geh einfach hier in die Ecke. Bleib einfach da stehen. Ja, oder so. Warte. Ich habe einen Job für dich. Geh du an die Tür, wenn du einen Hund siehst, mach die Tür wieder zu, okay? Du bist der Typ. Okay. Du kümmerst dich um die Tür. Geh dahin. Habe ich jetzt auch. Sei leise, okay, sie sind sonst bei mir. Kommt da drin. Oh, was war? Wollen wir Schiff starten? Nein, mach nicht. Das sind ja noch andere da. Und die müssen ja auch gleich kommen. Ah, stimmt ja, die leben noch. Wenn die tot sind, kriege ich die Leichen. Ich spritze den einfach ab. Nein, mach nicht. Scheiß auf die Tür, okay? Ich mach das, wenn dann. Bleib du einfach da. Thank you.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie hat mich der egal, ich bin weiter auf dem gejagt. Zwei gleich? Ey, Jungs! Oh nein, besser! Ey, du bist keine Art, was ist falsch mit dir? Was ist ein bisschen hart, bist du? Noch einer! Was? Noch einer? Shotguns! Oh, das ist ja nur der Nussknackern voll. Ja, wenn wir nicht im Schiff campen. So. Er hat ja gesagt, ihr könnt mitkommen und nicht im Schiff bleiben. Jetzt sind da hier die ganzen Leichen, die hier rumliegen, ey. Das ist erwartet. Und das sind doch nur zwei. Ja, nur zwei. Aber es sind scheinbar keine Hunde da zu sein. Wobei, da werdet ihr nicht tot. Oh, ein Riese. Das ist auch nicht so schwer. Ey, voll viele Tage ist ganz voll sicher, schwer. Ich bin noch eine Lage. Kommt drauf an, was für ein Gamer du bist. Das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, ist darauf achten, dass es nicht explodiert. Glück hat, dass nicht ein Keul nicht gespawnt ist. Da können ganz viele Nussknacker spawnen. Ja, nicht schreiben. Lass mich in Ruhe, bitte. Weil da noch ein Shotgun rumliegt oder noch ein Nussknacker drin, oder? Shotguns sind echt wichtig. Natürlich, das sind die beste Waffe im Game neben dem Messer. Nussknacker. Noch einer. Waffenduell. Nimm die ganze Zeit zu weg. Ey, oh, warum machst du immer so Stress? Was ist falsch mit dir? Oh, das wird nicht so schwer werden. Das könnte knapp werden. Es spielt so eine gute Musik ab. Los, mach doch! Geh zurück in deinen kacke Fahrstuhl! Ich werde irgendwann noch zu greedy. Ja, sag es. Okay, er kommt raus. Und jetzt kommt der eingerannt noch. Er kommt raus. Irgendwann. Das war aber sehr knapp. Man muss halt auch bedenken, dieser kacke Jester ist ultra schnell. Der macht den. Und er hört erst auf, wenn alle im Gebäude tot sind. Scheint. Oder draußen. Oh. Dummies. Und jetzt geht so der Strom vom Jetpack aus. Dass sich jetzt befindet. Einfach eine Million. Nussknacker? Und jetzt kommt. Und jetzt ist noch einer hier. So, jetzt werde ich zu greedy gehen. Ich hab.
ich noch mal reingehen. Ich weiß schon, was er macht. Und Chester. Ja, ist im Aufzug, das interessiert mich alles. Er kann sich auch gerne aufs Schiff stellen. Nicht wenn der Riese da ist. Jo. Ja. Schiff dann um Mitternacht abgeflogen ist und da einer war noch mit dem Jetpack unterwegs und ist gestorben, weil das Jetpack explodiert ist. Ja. Und einmal habe ich einen Short gesehen, das Jetpack ist explodiert, aber der hat das noch Jetpack fallen gelassen. Das früher und dann ist er noch ins Schiff gekommen. Das möglich ist. Manche Leute spielen dieses Spiel sehr viel mehr als andere. Schiff soll abfliegen, ey, sonst ist er auch gleich tot. Okay, gut. Dieser Hase da oben. Tschüss, Hundekuchen. Oh, eventuell hat es die ganzen Schiffe nicht mitgenommen. Zwei, 50. Und das ist alles nur ein Shotgun. Nice, gut gemacht. Sind die alle geladen? Alle geladen. Hui, komm. Bitte nicht, das ist rechtlich nicht gut. Oh, what makes the company happy? Company ist eingegeben. Nur Biskuote verkaufen oder wie viel? Ja, würde ich sagen. Biskuote. Ich würde nochmal gerne auf Brand gehen. Oh, ich bin so schwer. So, alles drauf. Jeder hat mal ein komplettes Inventar voll. 200. Ist aufgegangen. Die 400. Das sollte reichen. Das wird im Fett. Ja, ich mach die noch drauf, dann sind wir fertig. Holy shit! Übertreib doch nicht so, das war jetzt nicht mal knapp. Hab ich da voll erschreckt, der macht so die Klappe auf. Do what makes the company happy. Great asset, great, great asset. Ja, und dann haben wir irgendwas im Lab ab. Dass es sich lohnt, mehr zu verkaufen. Okay, Nee, eigentlich nicht. Wollt ihr irgendwas haben? Ja, ich würde gerne die Walkie-Talkies haben, wenn ihr wollt. Also ich nehm keins. Ich nutze die auch nicht so wirklich. Oder ja, geht's bei euch haben wird. Ich hab nur geguckt, ob bei allen die Safety auch off ist. Ja. Sonst werden wir nach Halle umgeleitet. So, ich rede. Durr. Okay. So ein Alter! Fans. Translator, kann ich den kaufen? Ja, mir fiel auch ganz gut. Ja, ich war das nicht. Das war dieser Typ, der gerade die Waffe nachgeladen hat. Nee, nee, warum bist du dann tot? Ja, weil der mich abgeschossen hat. Wir standen nebeneinander. Der hat auf uns geschossen. Aber du hast mich abgeschossen. Nein, ich hatte keine Schrote. Also ich hatte eine, aber die war nicht geladen, glaube ich. Der Boden eigentlich schon wieder. Wirklich, da hast du doch gesehen, wie er da stand und uns in
uns ihn in den Kopf geschossen hat. Sicherlich. Ey. Ups. Na gut, dann können wir los, oder? Jo. Fliegt. Ich finde, ich schieße den gleich auf die Rübe. Achso, ja, stimmt. Ey, jetzt guck mal, ändert sich ja der Schock. Einer, aber natürlich der nächste gucken, auf mich. Der nächste wird abgeschossen, stimmt. Und dann schießt der nächste auf mich. Auf den anderen. Ich vergesse auch immer wieder, dass es sich immer Sinn ändert, sobald die Quote sich ändert. Mhm. Mein Fanny Pack. Danke. Gerne. Gern geschehen. So, ich nehme das und haben wir kein Dings mehr. Was ist eigentlich das Messer? Im Schrank, glaube ich. Oh, ich schaffe es in eurer Rabatt. Ich kann ein paar Leute erschießen. Also abstechen, meinte ich. Ey. Warum ist der Schrank falsch schon eigentlich? Das habe ich auch gleich noch geguckt. Aber. Ja, die sind unten drunter gedingst. Oder die. Ich bin nicht gestorben in der Runde, wo das Messer war. Keine Ahnung. Oh, stimmt, das kann gut sein, ne? Ja, bitte ist Randy clipst. Soll ich trotzdem mal kurz, aber ne, das mal. Ist leider nicht geklipst. Wollen wir trotzdem irgendwie gucken, ob Items unter dem Schrank sind, oder wollen wir das nicht gucken? Wir können auch gucken, ob Items unter dem Schrank sind. Und ob wir keine da. Okay. Cool. Tschau. Landen wir? Ja. Überlebt ihr es dieses Mal bis in die Menschen drin? Vielleicht mal? Warte. Okay, also ich weiß ja nicht. Bin ich Buggy? Weil bei mir ist das Auto auf der Seite. Ja, das ist immer, wenn man neu startet. Ich geh mal rein, ne? Bei mir ist es auf der richtigen Seite. Das ist immer bei allen. Also, wenn ich was. Kommt ihr mit? Ich bleib mal am Schiff. Nein, du kommst nicht. Also, ich will ja achten, das ich mache euch alles offen. Ich glaube, ist sowieso. Hier gibt's nichts offen. Ja, das ist nicht mehr eclipsed. Das ist eine Mansion. Ja, ich passe trotzdem auf. Nein. Ich will aufpassen. Ja, dann kommt mit rein. Ich will die Leichen TP'en. Bitte. Okay. Danke. Hallo, wir finden. Hey! Warte kurz. Warte kurz! Ich schieße ihn jetzt ab. Ich weiß nicht wohin, ich muss bitte wirklich. Sag mir einfach, also ich sehe hier nichts. Warum sind meine Schrotflinten immer leer? Ach, hier. Die deutlich mehr Mädels, die auch wirklich talken im Game. Oh, ich sehe gar nichts. Als Jungs, meinst du? Nee, nicht als, also so, aber eben verhältnismäßig zu anderen Games. Ich schieße ihn jetzt aufs Maul. Ey. Ich kann doch nicht sagen, dass die alle leer sind. Was muss ich, was hab ich denn ausreden, wenn die sagen, warum bist du nicht im Schiff? Mach jetzt auf, komm.
stelle mir kurz eine Dings. Pro. Pro habe ich mir bestellt. Und ich bestelle mir noch. Wieso sind die alle eigentlich leer? Da habe ich halt auch viel gespielt und danach im Reset nicht mehr wirklich. Und deswegen bin ich da noch nicht so irgendwie bei den guten Sachen. Sagen konnte, welcher Geist es war. Das war doch schon damals so. Ja, aber der war halt komplett hochgelevelt, hatte alles auf Max und hat komplett reingesplattert und auf sowas habe ich halt keinen Bock. Das ist so ein bisschen so, wenn ich nichts in dem Game machen kann, dann ist auch den Spaß weg. Was, also spielst du mit so mehr oder weniger, hast du dann mit diesen Hinweisen gespielt oder ohne? Über was redet ihr? Je nachdem was? Auf... Je nachdem, entweder auf wie die Gruppe zusammengesetzt war, entweder auf Profi oder die mittlere Stufe, wo es zwei. Nee, Moment. Also ich muss. Ich weiß es nicht mehr. An der Stelle sagen, lass es auch doch hierbei feiern. Warum nimmt ihr die weiter mit rein? Also ich fand, dass wir den Hinweisen so an Fußboden so erkennen, macht mir auf jeden Fall deutlich mehr Spaß da. Das habe ich damals immer gemacht. Irgendwann wurde es halt dann, fand ich, langweilig, halt, wenn man immer dasselbe gemacht hat. Deswegen war das halt so ein Abwechslung, wenn man anstatt so 6 verschiedene Sachen halt dann so 25 ja, Sachen macht oder mehr. Aber ich habe es halt langsam gespielt. Und jetzt habe ich es erst wieder angefangen, weil ich gesehen habe, dass es auf am 29. auf Konsole rauskommt und ich will halt die Platin-Trophäe holen, weil ich halt Trophäen. Oh, ich war so gruselig. Und ja, deswegen habe ich mir gerade wieder ein bisschen angeeignet. Ich habe aufgehört, mich um Achievements zu kümmern, nachdem ich hier auf dem PC The Binding of Isaac zu 99% gespielt habe, weil es mir die eine Trophäe nicht gegeben hat. Ja, das ist richtig ärgerlich. Aber deswegen schaue ich auch immer davor, ob es verbuggte Trophäen gibt, bevor ich mir irgend so ein Ziel setze. Ja, eigentlich ist die Trophäe nicht verbuggt, aber irgendwie habe ich, glaube ich, dabei irgendwas reingeschissen. Ja. Oh! Nein, schau. Oh! Zwei neue Freunde. Safety on. Kannst du aufhören? Ich muss nur ganz kurz Schnauz jetzt. Oh mein Gott, dieser fucking Roboter. Ey. Wir bringen die mal zum Mähen. Ja. War scheinbar doch nett. Ah! Aufwachen! Ich hab sie dir doch nur in der Hand! Ich hatte sie doch nur in der Hand! Ja, ich hab reingeschossen. Oh. Leute, ich weiß, wie die funktioniert. Ich wollte die eigentlich nur verarschen. Na, alles gut? Jo. Kannst nachladen. Ja, ich hab jetzt erstmal kurz hier Sachen noch nicht weggebrochen und so. Ja, sprüh noch auf mich! Oh. Mach noch so ein bisschen. Ach, Manu, nicht schon wieder, Mann. Okay, wollt ihr die Brot machen? Ich flieg jetzt erstmal alle kleinen zurück. Ab.
Noch irgendwas großes hier? Ich glaube nicht, oder? Nö. Okay, dann geh ich mal. Lass. Lass die kleine. Hey Leute, sorry nochmal, das ist am Anfang kein Ton. Das ist am Anfang. Kann ich meinen Zug gar behalten? Ja, den darfst du behalten. Ich habe ein paar Sachen direkt hier vorne abgelegt, der Riese. Ja, ja. Lass, lock ihn mal bitte nicht mehr an. Ich muss mal rein. Dann ist noch ein Nachbar. Soll ich ihn weglocken? Nee, alles gut, ich komme raus von mir. Da ist schon wieder eine Mimik. War Nummer 4 Nutcracker im Spawn, Alter, war das. Dumme Frage, wie viele Mimics waren da? Vier Nutcracker waren da drin. Oh. Waren da auch noch mal Mimics? Angeschossen, also ich weiß nicht, wie ich das überlegt habe. Das war geisteskrank. Waren da auch noch mal Mimics? Ja, zwei. Sorry. Sorry, dass ich die Maske in der Hand hatte, die ganze Zeit. Ja, aber ich würde jetzt auch die Lobby beenden. Ist schon spät. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay, das war wohl erstmal hier freundlich. Oh, nee. Was muss er machen? E-Spam und Enter. Und Enter. E oder was? W? Na, w auch. W e, e und Enter. E und Enter Spam. Geil. Geil. Neuer Sport hier.
Das ist crazy. Kannst du reden? Ja. Oh, warte. Ein YouTuber ist hier. Warte mal. Ich muss den kurz. Ich krieg ein Auto. What the fuck? Gib mir doch Kopf. Wow. Hört auf damit. Ich bin kein Krass. Prost. Alter, es leckt. Insane. Ich google den YouTuber kurz, warte mal. YouTube. Was ist nochmal das Cupboard? Null Abonnenten. Der Schrank. Ich gönne den auf jeden Fall ein Abo. Wie heißt der? Sag mal. Moritz. Penis YouTube. Ritz. Geil. Wie alt bist du denn überhaupt? Ja? Jetzt kommt's. Wie alt sind sie? Lass mich ja mal daran. Also. Profi. Enter und was? Meine Eier. Nee. CT. Lass mal schauen. Wo ein Geschlechter ist. Oh Mann. Alter. Nein, du musst so machen. Oh, danke. Disconnect Horst. Germany kommt rein. Tschu. Hallo. Danke. Hä? Stand da Disconnect Horst oder was denn? Aber okay, gut. Danke. Freundlich. Freundlich, ja, keine Ahnung. Achso, da konnte ich nicht rein. Ey Leute, das ist nervig. Germany Open. Achso, da wurde ich ja wieder gekickt. Ich will falsch machen. Ich suche. Hallo. Wie alt bist du? Ich frage da. Bleib geheim, ich erzähle das nicht gerne. Okay. Verstehe ich. Und hast du so eine Freundin? Freundin oder Freund? Beides. Also ich habe mal eine Freundin, aber Moin. Okay, nein. Warum ist ein Kind da? Ich weiß es selber nicht. Ich überlege gerade, ob es ein Mädel ist. Oder elf ist. Das ist nicht ein Mädel. Ich rede manchmal wie ein Junge, aber ich schreie wie ein Mädel. Glückwunsch. Ja, der Horst ist gerade am Essen. Ja, viel Spaß. Ja, danke. Hat er den Hebel ausgeschaltet? Nee, man kann nur als Host starten. Sind immer. Also ich könnte in anderen öffentlichen Lobbys starten und ich war kein Horst. Oh. Wie heißt der Horst? Flummi. Den kenne ich irgendwoher. Den Namen. Den kennst du? Ja. Woher? Aus anderen Runden. Ich bin gespannt, wie seine Stimme klingt. Oh. Redet der oder redet der nicht? Der ist am Essen. Achso, aber redet der in Runden oder in der Zeit? Ja, ja. Und so ein kleines Interview machen. Hast du Lust, Bro? Weil wir sind gerade hier eigentlich nur, um ein Interview zu machen. Suchen Leute nur. Willst du den Interviews teilnehmen? Also mich?
Ja. Inter was? Interview. Ja. Okay, okay. Das sind ein paar Fragen. Das sind wichtige Fragen, die man wissen muss. Okay, die erste Frage ist, bist du ein Mädchen? Heyman? Heymon? Welches AR-Level? Welches AR-Level? Hallo? What's your AR? Okay. Spielt doch kein Genshin. Okay. Antwort zu der Frage, bist du ein Mädel? Ja. Ja. Das ist sehr wichtig. Was ist dein Lieblingsspezi-Marke? Was? Was mein Lieblingsspiel ist? Mein Lieblingsspezi-Marke. Ich hab grad meine bei mir, aber ich weiß gar nicht, welche Marke steht. Wo steht die Marke eigentlich? Direkt über Spezi oder es gibt noch andere Marken, die nicht gut sind. Original. Original, also Polana? Nee, diese. Ja, wie soll ich sagen? Modern, das ist das Einzige. Guten Tag. Guten Tag, ich bin hier mit einem. Ich hab jungen, ich höre schon alles. Ich höre schon alles. Kannst du mich erlösen, bitte? Ich weiß, ich kann hier nicht einschätzen, wie die Lage hier gerade ist. Ja, die hörst du doch. Ja, doch. Okay, warte. Hier, Moritz. Was ist deine Lieblingsbiermarke? Bro. Was ist Bro? Als ob ich Bier trinke. Hä, wer ist Payment jetzt? Payment, keine Ahnung. Payment ist Payment. Du brauchst ja nicht sortieren. Warte. Ey Moritz, bist du schwarz? Nee. Nein, gut. Hast du Frankreich? Also, ich war noch nie in Frankreich. Baguette. Aber hast du dieses Land? Nee, also ich habe jetzt keinen Grund, warum ich es hassen sollte. Sehr schlecht. Man hasst Frankreich aus dem Prinzip. Also, ich habe immer, in der Regel ist es sehr, sehr ekelhaft und die Toiletten sehen nicht so schön. Hallo Dave. Deswegen, ja, geht. Kannst du reden? Sorry, ja, ich war gemutet. Kannst du uns helfen? Warum? Ich hab ein kleines Problemchen. Warum ein kleines Problemchen, hä? Freundlich, Germany only, Chef hast du... Ach mein Gott. Ich suche Freundin, was geht? Ich schau mal, was geht. Aus. Hörst du mich? Jetzt hört man dich. Okay, gut. Ey, Harry ist ja auch da, ne? Harry? Sorry, ich hab grad was getrunken. Scheiß auf dich, Alter. Scheiß auf dein Getränk. Cool, dass du da bist. Unodag, mein Freund. Unodag. Du bist Getränk. Hast du nicht gesagt, ich vergesse das wieder, hier raufzukommen? Du kleiner Pisser. Ja, manchmal kann man lernen, manchmal kann man lernen. Oh, endlich wieder normale Menschen hier. Warte mal, wer bist du denn? Hallo Moritz, ey. Moritz, YouTube. Alles klar? Ja, hallo. Alles gut? Ja. Bin auf harte Phase, oder? Was? Ja. Oder? Was denn? Harte Phase? Bin auf harte Phase gehen. Ja, let's go, gib ihm. Oh. Let's go. Eigentlich mal eine Lobby, wo ich nicht gekickt werde. Ja, mach dir keinen Kopf. Also, es gibt eine Regel und die besagt, lies keine Protokolle vor oder irgendwelche Datas, okay? Achso, okay.
Oh. Ja, dann mache ich das lieber nicht. Also, alles cool. Das gilt auch für dich, Harry. Nee, ich hab nicht zugehört. Aber wollen wir uns. Harry, nicht so viel, passt schon. Was wollen wir? Wollen wir machen, dass jeder eine Farbe hat oder nicht so? Nein, halt. Mein Lieber, du kannst anziehen, was hier ist. Alles cool. Okay. Wir sind da nicht so. Ich trage nur gerne dem Bean-Outfit und ob sie auch. Bean Gang. Okay. Ich mag Nuklearbomben. Okay, let's go. Ich mag Nuklearbomben. Kein Beehive, Facility oder Menschen. Darf ich mir eine Taschenlampe bestellen? Ah, da sind ja welche. Ja. Ich mach eine Schaufel mit, wegen, dass ich mich wehren kann. Dass ich mal ein paar Leuten auf die Fresse einhauen. Wo sind wir? Warum ist hier ein Auto? Ich will einsteigen! Ja, okay, steig hinten ein. Warte, ich will hinten einsteigen, mein Gott! Ich muss aber so den Magneten wieder anmachen. Hallo! Die Bande kommt raus! Hallo? Irgendwer da? Hola? Wer online? Wer on da? Wer ist da? Ist wer da? Ah, eine Maske! Die werde ich auch erstmal aufsetzen. Ich will Schrotflinten haben. Ich will nur so knapp aufs Maul hauen. Okay, dann ziehen wir nur bis hierhin. Wenn ihr einen Nussknacker hört, sagt mir Bescheid. Ich probiere den aufs Maul zu hauen. Aufs Maul. Ach, hier ist direkt der Main Entrance. Das ist doch nice. Holy shit! Ich bin Kopf über gewesen. Das tut mir aber leid. Wie habt ihr denn das Auto? Oh, sorry, tut mir ja leid. Was macht das? Wo ist unser Durable 2.0? Durable, ich weiß nicht, wo er ist. Er ist rausgegangen. Ich weiß nur, dass das Jetpack fehlt. Echt jetzt? Wir hatten das doch gerade eben noch. Ich hab's gerade eben hier hingelegt. Wo ist das jetzt hin? Ja, nicht sein Ernst. Wo ist dieser Junge? Oh, scheiße, das wird doch kein Problem. Scheiße!
Ja, egal, ich ziehe weiter erkunden. Das war doch keine gute Idee. Er hat mich. Es gab einen großen Vorfall. Das kann ich erklären. Moritz ist mit dem Jetpack geflogen. Ja, ich hab so einen Jungen gefunden. Der ist gestorben, weil er damit geflogen ist. Ja, das funktioniert noch. Aber es geht noch, das geht. Aber ich glaube, er ist damit gestorben. Warte. Riesen. Ich hab das Auto nicht gestartet, es hat einfach random die Geräusche. Ich hab keine Ahnung warum. Ich gehe gerade in Progress rein. Okay, ich hab das Auto komplett vollgepackt. Leute, so, wir müssen uns eine Ausrede überlegen. Oh nein, ich höre. Heulendes Kind. Ausrede ist, wir waren gerade. Ich wollte fliegen. Ich wollte zurückfliegen, aber das Jetpack ist. Zum Schiff. Und Jetpack fliegen. Ich sag, ich wollte mir den Schlüssel holen. Okay? Das Baby, Zell, ne? Dieses Spinnenbaby. Ja, das Kind. Das Spinnenbaby, das ist dieses tödliche Bienen. Das krasseste eigentlich, ne? Das Baby ist richtig. Ich wiege 50, warte bitte, ich bin nicht so schnell. Ja, okay, es geht nur noch beim Kind weiter, ja, wir müssen zurück. Wo bist du denn? Ich werde die Treppen hochgehen. Alter. Gesprungen. Nichts. Ich
Badge ist dein Ja. Toilettenpapier ist schon mies. Okay, ab zum Fire Exit und dann Sprung machen, hallo. Was? Hinter die Ecke, kommt hinter die Ecke, dass der Outward weggeht. Oder was? Ja. Steig ein, ich bin hinter dir. Das ist nicht, ich sitze einfach auf den Kopf. Ja, gerade das Setup, das Kind das Setup in der Outward anzufallen. Deshalb wäre fast gestorben. Wenn das Schiff so abhebt, die Junge, die springen doch alle noch rechts drauf. Genau da. Marie, du bist einfach eine Maschine, ne? Sorry, aber du bist echt geisteskrank. Du bist gut, recht, du bist echt geisteskrank. Hat er dir das Auto nicht aus genau dem Grund? Übrigens kommt ein Outlet und landet jetzt auf euch, pass auf. Das ist schon drin quasi. Das wird noch drin sein. Das ist gescannt. Du bist so geisteskrank, Harry, wie auch immer du das machst, ne? Sorry, aber. Die Übung halt. Du bist jetzt voll krank, Alter. Ich muss erst mal gucken. Ja, Harry ist ein Profi. Steve. Steht da. Jo! Junge, das Spiel ist noch nicht mal ein Jahr lang draußen. Und der Spaß ist schon irgendwo. Du bist bei 600 Spielen. Was ist mit dir? Also, sorry, ich wollte nur zum Schiff fliegen. Hat nicht so geklappt, ne? Hat nicht so geklappt. Ich muss irgendwie das Jetpack fliegen lernen. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich wollte ja, ich habe gerade nochmal beobachtet, wie ihr mit dem Jetpack geflogen ist oder einer ist oder einer. Und es sah voll gut aus und ich wollte ja gerade genauso fliegen, wie ich es öfters mal bei anderen Leuten gesehen habe, und das hat wohl nicht so gut geklappt. Ja, aber egal. Ich habe es auch noch nicht richtig gelernt. Das ist alles Übungssache. Ich glaube, es gibt sogar so eine Mod, wo du unendlich Geld haben kannst, und dann werde ich das vielleicht mal da auf den Server ausprobieren. Das ist eine richtig gute Idee, weil somit verschwendest du dann jetzt hier keine realen Ressourcen. Wenn man die Möglichkeit hat, dann macht das so mit dem Mod. Genau. Okay. Man kann auch eine Lobby mit Jetpack haben und dann einfach Self-Scump. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Okay, Kinders, wie viele haben wir jetzt hier? Hat das gezählt? Ich kann nochmal. 900. Das sind 900. 900 hatten wir. Okay, das musst du nicht zählen, das stand vorhin da. Okay, ihr habt also den. Bei mir geht das nicht richtig. Okay, geil. Ja, dann, let's go, ne? Ich lade nochmal, ne? Ja. Achso, warte mal. Mein Plan wäre nächste Investition für Teleporter. Ja, nein. Oder? Ja, doch. Aber mir aus kannst du einen Teleporter kaufen. Inverse, also Inverse, dass man zurück teleportiert wird. Teleporter Inverse kostet 425. Wir haben genau 222. Egal. Ja, mehr nicht genug. Nächste Port. Also wenn er verkaufen kann man wieder holen. Nein, Kauf auf Rechnung. Das geht bestimmt, oder? Später zahlen? Nein. Leider nicht. Schön wär's. Leider nicht.
Facility oder Menschen. Okay, let's go. Das wurde high rolled, das ist gut. Das wurde high rolled. Und jetzt sieht der Schein schon viel schöner aus. Wir kommen jetzt hier im Auto weiter. Achso. Bus, warte! Warte, Bus! Nein! Noch nicht fahren! Bitte! Fahr! Fahr! Bitte seid ihr nicht im Auto, wenn ich das hinfahren muss. Das macht die Physik sehr janky. Nein! Bitte! Ich brauche noch ein Zuhause! Hör auf! Ich muss die Magneten aktivieren. Hallo? Ach, hier ist ein Jetpack und eine Ente. Die Ente bringe ich mir. Hallo? Maske. Leute, Part 2 von Liefer Company kommt auch bald wieder. Das, ich werde dann noch gleich aufnehmen, Leute. Ich sehe gerade das komplette gleich. Und Leute, ich würde aber jetzt sagen, das war's mit dem Part 1. Wir sehen uns in Part 2 wieder, weil ich will jetzt nicht, dass das alles gleich so schnell lang ist. Aber ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bitte gefallen, liken und abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video Part 2 dann von Liebe Company und ciao, Kakao.